Recht herzlich willkommen zur 82. Folge von Grand Age Medieval. So, unser Händler ist hier oben angekommen, wie man sieht. Und dann müssen wir da mal rein und gucken, dass wir hier noch was kaufen oder verkaufen. Wie viel haben wir da auf dem Wagen? 1363, okay. Brot wäre jetzt hier ideal zum Kaufen, aber ja, steigt dann auch gleich hoch. Nehmen wir mal 5 Brote mit. Auch wenn sie ein bisschen mehr kosten. Felle haben wir auf dem Wagen. Könnten wir... Na, verkaufen wir 2. Ich glaube, der Honig ist billig. Okay, da müssen wir gleich nochmal dran, denke ich. Das Salz. Ne, ich glaube, das ist nix. Das ist noch günstiger, wie wir schon haben. Alles klar. Das haben wir für 180 gekauft. Das können wir verkaufen. Hier ist ein bisschen was drin, aber auch kein viel. Machen wir so. 80, da haben wir 90, machen wir mal sowas. So ein bisschen was loskriegen und dann auch ja, den Wein. Ja, hier geht auch noch ein bisschen. Machen wir auf 40 runter. Gut, dann haben wir Platz auf dem Wagen. Der Honig ging noch mehr. Okay, da steigt dann irgendwann da hinten. Machen wir 60 auf dem Wagen. Was mit dem Salz? Salz geht auch sofort hoch. Ich glaube, wenn wir die 9 noch zum, die 16 noch dazu nehmen, macht den Cola auch nicht mehr fett, ne? Gut, okay. Dann haben wir den Wagen wieder voll und fahren mal runter und hoffen, dass wir hier wieder was gut loswerden mal. Dann schauen wir mal, ob das geht. Läuft. Da. 17, da 300, das lohnt wieder. 5 Stück weg. Gleicher Preis. Na, hier ist kein Riss zu machen. Kannst sogar noch was kaufen. Lass es sein. Hier geht ein bisschen was. Nummer 65. Lohnt nicht. Und wenn du 3 verkaufst, dann lassen wir sein. Hier geht noch was. Aber auch nicht viel. Und mal hier so 5 Stück weg. Ja, 24 ist nicht viel, ne? Ist klar. Können wir alles verkaufen, ne? Ja, war jetzt nicht doller, aber ist gegangen. So, da ist nichts machbar. Ja, was willst du hier kaufen? Hier kannst du nichts kaufen, ne? Die Kohle 54 geht auch schon runter, hat ein anderer Händler bedient. Ich glaube, hier geht auch sofort hoch. Komm, machen wir eine Leerfahrt rüber, ist egal. Schon unterwegs. Lohnt ja nicht, ne? Gut, fahren wir nach Kiew und gucken, was wir da können oder machen oder vielleicht auch nicht. Ja. Gut, dann gucken wir da rein. Erstmal das Verkaufen machen. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Hier geht ein bisschen. Aber es lohnt nicht. Der Wein geht. Können wir 40 verkaufen. Das lohnt nicht. Also es ist ein Satz mit X. Das ist hier nix. Da können wir 4 von mitnehmen. Ich glaube, 144 war auch ein ganz günstiger Preis. Ja, ist es auch. Bier geht, glaube ich, sofort hoch. Genau, machen wir dann nicht. Salz ist günstig, ne? Machen noch 14 dazu. Ja, Getreide wäre dann auch noch günstig. Machen wir den Wagen mit voll, denke ich mal. Ja, da braucht man, da geht sogar hier noch ein bisschen was. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, oder? Passt. Wagen wieder voll und dann fahren wir hier rüber und gucken, was da los ist, ne? Mit Freude. Sagt er. Ja, 110. Wir haben 120 auf dem Wagen. Hier geht ein bisschen was. Geht sogar alles für einen guten Preis. Hier geht ziemlich viel. Lohnt sich also, Geld zu schöpfen. Da geht auch was. Ach komm, 20 gehen. Machen wir 20 weg.
Hier geht auch was. Auch nochmal 20. Hier geht. Da geht auch was. Machen wir alles. Oh, hier ist super Verkaufsmöglichkeit. 110. Haben wir gleichen Preis. Hier können wir zukaufen den Wein. Hier geht ein bisschen raus. 45 will ich haben, passt. Gleicher Preis brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir kaufen. Das ist teurer. Das ist auch teuer. Hier unten die Hemden. Ne, die sind schon teuer, glaube ich. Ja, wegen keine Ware hier, ne? Da können wir was beikaufen. Aber warte mal, wir wollten den Wein als erstes anpacken, ne? Weil der geht ja überall, ne? 112. Oh, da ist der Wagen voll, ne? Genau, passt hier. Gut, dann war es das hier. Tendenziell, tja. Wo fahren wir dann hin? Hier gibt's keine Stadt, ne? Irgendwie müssten wir mal was holen, was jetzt hier so, ne? Komm, wir fahren mal zu unserer Stadt wieder zurück und gucken mal, was da los ist. Die ganze Zeit da oben, okay, wir müssen gucken, dass wir da den Prozentsatz der Zufriedenheit der Bevölkerung hochhalten, ne? Umso weiter wir weg sind, umso schlechter ist das natürlich auch, ne? Aber was willst du machen? So, aber irgendwie müssen wir was kriegen, was es bringt. Okay, Wagen ist erstmal voll. Hier geht was. 214 Fälle weg. Hier geht auch was. Da 35. Hier geht auch was. Cool. 100 bleibt der Preis und wir verkaufen 65. Hier ist auch was bei. Und wieder 20, ne? Hier geht was. Okay. 50 weg. Ja, da geht auch was. Okay, 134, 126. Wein können wir ja auch gut verkaufen. 48 fuhren. Da lohnt eigentlich gar nicht, ne? Aber lass es mit einem gut sein. Hier geht ein bisschen was. Machen wir 12 runter. So, das Brot. Was hat denn jetzt gejingelt da? Naja. Ja, 5 Brote mit. Das Bier ist, glaube ich, auch günstig, ja. 5 Bier. 6 geht nicht, ne? 5 ist passend. Machen wir. Ach so, hier können wir sogar noch verkaufen. Aber nur 3. Salz ist günstig. Honig. Geht da noch was? Ne, dann geht er runter. Dann machen wir nicht. Fisch haben sie nicht. Das ist so ein mittlerer Preis. Den brauchen wir nicht anpacken. Teuer. Kohle 57 ist aber auch schon teuer. Sind wir hier erstmal durch. Kiew anreisen. Gucken, was wir da verkaufen können dann. Ja, da war jetzt noch viel Platz auf dem Wagen. Aber ist jetzt erstmal egal. Wir haben auch ein bisschen Geld angehäuft. Mal gucken. So, das Brot kriegen wir natürlich hier komplett los. Das ist ein günstiger Preis. Können wir da noch was zukaufen? Ja, eine Tonne oder weiß ich, was das da ist. Ja, hier müssen wir schon verkaufen, ne? Aber es geht gleich runter. Da gibt es bestimmt lohnendere Geschäfte. Ja. Da auch. Ja. Mach die 3 weg. Da können wir auch ein bisschen machen leer. Hier würden wir kaufen, aber 250, ne? Hier geht auch was zu kaufen, aber lohnt auch nicht wirklich. Wolle ist da billig. Nun nicht. Hier ist 48. Können wir alles ankaufen, ne? Es war 59 woanders, oder? Komm, nehmen wir mit.
200, da können wir wieder was loswerden noch. 24 Einheiten, den Rest lassen wir so und gucken, ob wir Kohle noch nehmen. Gut, Wagen wieder voll und jetzt gucken wir hier hin, dass wir auf jeden Fall die Prozente da hochhalten können. Wo wurden wir da angegriffen? Gute Frage, ne? Das ist ein Bautrupp. Können wir den nochmal irgendwie auswählen und was bauen? Ne, die Straße geht immer noch nicht. Ist hier irgendwo noch eine Straße, die man bauen könnte? Hier durch die Berge. War das schon fertig? Das ist wohl schon fertig. Gut. Wo ist denn jetzt unser Händler hin? Warte mal, das müssen wir erstmal abwählen. So, jetzt können wir es dann auch anwählen. So. Ein bisschen Bier verkaufen. Gleicher Preis. Das lohnt fast gar nicht. Hier geht ein bisschen. Dann machen wir 99, 7 Einheiten. Obst geht was. 75. Da können wir zukaufen eher. Die 2 Einheiten weg. Da geht auch was. Weg. Gleicher Preis. Hier geht was. Machen wir so. Hier geht auch was. Aber nicht viel. 5 daran verdient dann, ne? Hier geht wieder was mit dem Wein. Da sind wir jetzt wieder auf 26% gekommen. Ich glaube nicht, dass wir die 27 brechen können, ne? Nö. Da müssen wir noch ein bisschen mehr verkaufen. Hier vielleicht 10 noch. Da geht auch noch ein bisschen. 27 kriegen wir aber nicht rauf. Ja, komm, dann nochmal. Ja, jetzt haben wir die 27 erreicht. So, Einkauf würde bedeuten, hier würde was gehen. Die Felle gehen komplett einzukaufen. Und dann ist der Wagen schon voll. Wäre jetzt noch was anderes attraktiv gewesen? Ja, hier. Was blockiert uns den Wagen? Der Wein. Ach, da können wir auch noch mehr machen. Gehen wir mal bei 150 hin, so. Alles gut, 28% gab es dafür auch dann. Ja, das geht gleich hoch, war 180. Das wäre es dann noch gewesen, ne? Gut, dann kommen wir noch das Getreide. Obwohl, das ist nicht viel, dann steigt's, ne? Aber die 8 nehmen wir mal mit. Gut, 28%, das ist ja schon mal ein bisschen wieder was, ne? Gehen wir mal hoch. Schauen wir da oben nochmal vorbei. Ja, da einmal vorbeigeguckt, was Kursk macht. Rot 180, kann man kaufen. Ja, müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen. Da können wir was verkaufen. 4 Fälle weg. Hier geht auch was, machen wir auch. Das ist sogar günstiger. Die 8 gehen da weg für 40. Dann machen wir die 5. Die auch. Da geht auf jeden Fall was. 18, hier geht mehr. Okay. Das werde ich jetzt Brot kaufen. Na ja, komm, 185 geht auch oder sowas. Machen wir die 8. Hier würde noch was gehen. Honig, ne? Das wäre günstiger. Ja. Ich glaube, 1467. Können wir da noch ein paar Früchte mitnehmen. Ja. Machen wir auch. Gut. Einmal dahin. Und ich würde sagen, bis der da ist, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.